Heute, was geht ab, Leute, Hunger? Es ist Donnerstag, nach 22 Uhr. Wir waren im Livestream. War ein geiler Livestream. Falls ihr mal Zeit habt, schaut beim nächsten Livestream vorbei. Ist immer lustig. Und ja, die Frage hat sich natürlich gestellt heute Abend, ob Shiny Mewtwo kommen wird. Und was alles sonst noch so kommen wird um 22 Uhr. Shiny Mewtwo kam erstmal nicht. Ja, es war so zwiegespalten, die Meinung. Die einen meinten, es kommt. Die anderen meinten, es kommt nicht. Jetzt wissen wir es, es kommt nicht. Aber was gekommen ist, sind drei neue Attacken für Mewtwo. Drei richtig verrückte Attacken. Mewtwo kann jetzt Thunderbolt, Flamethrower und Ice Beam. Ich nenne mal die englischen Namen, weil ich bin mir bei der deutschen Übersetzung nicht ganz sicher und ich will nichts Falsches sagen. Und das haben wir auch gleich getestet. Und einer meiner Mewtwo einen TM verpasst. Und der hat einfach so Thunderbolt gelernt. Schaut an Dimi. Das war den, den wir getauscht haben. Richtig verrückt. Drei verrückte Attacken. Mewtwo wird jetzt nicht unbedingt der beste Donnerangreifer oder der beste Feuerangreifer. Aber eistechnisch, da gibt es nicht so viel Konkurrenz. Eistechnisch könnte er ganz weit oben mitspielen. Mit Ice Beam, Eisstrahl. Da bin ich mir sicher, was die deutsche Übersetzung ist. Ansonsten gab es neue Boxen. Wir schauen mal kurz die kleinen an. Aber die kleinen sind jetzt nichts allzu Besonderes. Drei Inkubatoren, zwei Glückseier, zwei Pässe, zwei Sternstücke für 480. Naja. Was soll ich sagen? Naja. Dann die mittlere, zwei Rauch, fünf Super-Inkubatoren, fünf Pässe, vier Lockmodule. Ja, die Lockmodule schrecken ein bisschen ab, sind jetzt nicht so interessant. An sich natürlich ist es ein guter Preis, aber die große Box, die haut jetzt rein. Wir waren wie gesagt im Livestream, als die Boxen live gegangen sind und die Menge, die Zuschauer waren begeistert. Die meisten haben sich direkt eine Box gegönnt. Und ja, was soll man sagen? 10 Super-Inkubatoren, 6 Glückseier, 14 Pässe, 6 Sternstücke. An sich alle 4 Items relativ gut. 14 Pässe, eigentlich schon 1400, wenn man es grob betrachtet. Da kriegst du einfach so beinahe 10 Super-Inkubatoren umsonst. Und dann noch 6 Glückseier und 6 mal Sternstücke. So als kleines Extra obendrauf. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Box. Mehr kann man nicht sagen. Ich meine, was gab es in der Box davor? 8 Pässe oder 6? Und 12 Super-Inkubatoren, also irgendwie sowas. Also die Box haut auf jeden Fall rein, was Pässe angeht. Natürlich gab es davor andere Boxen mit besseren Pässen, mit mehr Pässen, aber das ist schon eine gute Box. Eine der besseren, die es in letzter Zeit gab. Also da kann man auf jeden Fall wieder mit gutem Gewissen, falls man überhaupt mit gutem Gewissen reincashen kann, aber in die Box schon eher als in die davor. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu der großen Box. Gönnt ihr euch eine Box, gönnt ihr euch mehrere Boxen und wie findet ihr die? Und natürlich, wie findet ihr die Attacken für Mewtwo? Was könnte euch da interessieren? Interessiert euch da ein Eisstrahl Mewtwo? Und ansonsten, wenn ihr das Video hier seht, ist es Freitag. Bei uns ist Mewtwo dann auch am Start. Vielleicht haben ein paar von euch den schon gemacht. Die ganz eifrigen, die ganz fleißigen. Für euch nochmal ein ganz kurzer Überblick über Mewtwo. 100% sind 2275. Ich weiß natürlich am besten Bescheid mit meinen 200ern. Wetterbonus Mewtwo auf 100% sind 2844. Mewtwo's Schwächen sind Unlicht, Geist und Käfer. Warte mal, ich zeig's euch mal hier. Die besten Konter jetzt, Dark, Unlicht, sind natürlich Despotars bis Knirscher. Bevor Despotar der beste Gesteinsangreifer wurde, war er natürlich der beste Unlichtangreifer. Für mich persönlich mein Favorit als Mewtwo-Konter, hält auch eine Menge aus. Also wir haben immer Mewtwo zu dritt gemacht. Und da haben wir halt die 6 Despotar gereicht, die haben gerade so überlebt. Kommt natürlich drauf an, was Mewtwo kann als Attacke. Also haut eine Menge raus, aber steckt auch eine Menge ein. Im Gegensatz jetzt zu Gengar, der haut halt eine Menge raus. Schadenstechnisch zockt Gengar halt am meisten ab, aber der stirbt halt auch direkt. Unlicht natürlich, hier haben wir auch noch nach Tager. Klamurks, Julian hat ja mal ein Video gemacht, wo die Leute nur Klamurks angesetzt haben. Absolutes Unlicht, aber jetzt kommen wir schon in die Richtung, das brauchen wir alles gar nicht. Also einfach mit Despotar draufhauen. Es gibt natürlich noch andere Pokémon, die Unlicht attacken können. Zum Beispiel Gyarados bis Knirscher, habe ich auch mal ein Video dazu gemacht. Arcani kann auch zwei Unlichtattacken, Standpoke, Knirscher. Also es gibt da auch ein paar Alternativen, falls ihr keine Despotar habt. Und wie gesagt, Geist zum Beispiel, gibt es eben Gengar. Und da gibt es eben Gengar mit einem Legacy Moveset, der natürlich extrem gut ist. Shadowclaw. Und wer meine letzten Videos gesehen hat, und das ging auch heute nur bis 22 Uhr, der konnte seine Mewtwo, falls es noch nicht das konnte, Spukball beibringen. Ist auch eine Geistattacke und auch sehr effektiv gegen Mewtwo selbst. Ging nur bis heute 22 Uhr. Ab jetzt können keine Mewtwos mehr Shadow Ball, also Spukball, erlernen. Weder durch TMs
noch durch andere Möglichkeiten. Ihr könnt euch nur noch eins, das bereits Spukball kann, ertauschen. Das war's. Jetzt ist es offiziell mit Hyperstrahl ein Legacy-Moveset. Das ist natürlich auch ein guter Konter, Mewtwo gegen Mewtwo, wer das Spukball kann. Und die letzte Option sind Käfer. Also jetzt natürlich gibt es auch Scaraborn, für ein paar, die jetzt Scaraborn sich ertauscht haben. Wobei Scaraborn eher ein gutes Kampf-Pokémon ist, aber hier. Pinsir, mein bester Freund. Oh mein Gott, der ist nicht Max. Direkt erstmal Maxen. Direkt erstmal Maxen hier. Ihr wisst ja, früher konnte man zweimal weniger pushen. So, jetzt ist er Max. 2,77. Und natürlich Sherox, aber Sherox habe ich noch nicht gemaxt. Der ist auch ziemlich low bei mir. Das sind so die zwei besten Konter. Vor allem der kann ja auch sogar Unlicht. Käfer Unlicht. Aber Käfer ist da auf jeden Fall besser, weil er kriegt noch den Typ Bonus. Und an sich war es das auch schon wieder mit diesem Video. Meine Tipps für euch, nicht vergessen, Mewtwo 100%, 2,275. Beste Konter, Unlicht, Despotar, Geist Gengar und Käfer, Sherox oder Pinsir. Neue Boxen sind am Start, schreibt nur in die Kommentare, wie ihr die Boxen findet, gönnt ihr euch welche. Mewtwo ist am Start, nicht Shiny, dafür mit drei neuen verrückten Attacken. Flamethrower, Ice Beam und Thunderbolt. Donner, Feuer und Eis. Eis möglicherweise interessant, weil es nicht so viele gute Eis-Pokémon gibt. Also das war's erstmal. Geht's raus, fangt euch an Mewtwo. Viel Glück, viel Erfolg. Ich bin auf der Jagd nach meinem dritten 100er. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.